Ja, Hallöchen und herzlich willkommen zur Wochenübersicht. Wie ihr sehen könnt, dieses Mal wieder ohne Adventure Capitalist im Hintergrund. Das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar werden wir Adventure Capitalist als eigenständiges LP unter der Woche machen. Wahrscheinlich kommt es am Dienstag raus, also immer dienstags. Schaut am besten nochmal auf der Homepage vorbei, da wird es auf jeden Fall dann stehen, wann es rauskommt. Ja, ansonsten die News hatte ich in dieser Woche leider nicht geschafft, hatte sehr viel um die Ohren. Sollte Donnerstag, wenn es klappt, oder Samstag rauskommen, da weiß ich noch nicht genau, ob ich das diese Woche noch schaffe. Aber nächsten Sonntag in der nächsten Woche, weiß ich, werde ich euch auf jeden Fall sagen können, dann wann die festen Termine für diese beiden Sachen liegen. Ja, dann Deponia wird wahrscheinlich in ein paar Wochen weitergehen. Da, ja, wollte ich jetzt schon mal ein bisschen vorher aufnehmen, weil ich da wirklich nicht dazu komme, wenn ich das jetzt neben Minecraft unter der Woche immer noch aufnehmen muss. Und außerdem ist da das Problem mit Deponia, wenn man immer nur ein, zwei Folgen aufnimmt, dann hat man irgendwann einfach keinen Bock mehr zu spielen und dann darum wollte ich gucken, dass ich dann das Spiel wirklich ziemlich fast komplett durchspiele und ja wirklich nur zwei, drei Aufnahmesessions machen muss, um das durchzukriegen, weil es für mich einfach auch angenehmer ist und dann kann ich euch das auf jeden Fall immer ja wöchentlich bieten. Ansonsten, das Minecraft Let's Retro wird erstmal weitergehen wie gewohnt. Heißt montags, mittwochs und freitags. Hatte ja schon angekündigt, jetzt in der kommenden Woche eine Höhlentour zu starten, die dann hoffentlich mindestens über die eine Woche geht. Wobei, ja, ich guck mal, dass es auch nicht viel länger wird, falls es länger wird überhaupt. Erstmal müssen wir natürlich eine Höhle finden. Ja, das war es dann eigentlich auch schon mit allen möglichen Informationen. Und ich würde sagen, danke, dass ihr dabei seid. Wie gesagt, für alle möglichen Änderungen und so weiter und so fort, schaut einfach mal auf der Homepage vorbei. Ist wie immer unten verlinkt. Und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play oder Let's Retro oder in der nächsten Wochenübersicht, in der es dann noch eine kleine neue Ankündigung gibt zu, ja, noch was Neuem, was dann hoffentlich wöchentlich oder 14-tägig oder sowas erscheinen wird. Ja, verrate ich aber noch nicht mehr. Mal schauen. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs dabei sein. Wir sehen uns dann bald wieder, hoffentlich. Auf Wiedersehen.